Das Europadebüt des Kia Optima Sportswagen war 2016 in Genf. Für Kia ist der Sportswagen auf Basis des Optima der erste Kombi in der Mittelklasse. Der Laderaum bietet mindestens 553 Liter Laderaumvolumen. Die Rücksitzbank ist dreigeteilt im Verhältnis 40, 20, 40 und bietet damit beste Voraussetzungen in der Variabilität. Im Sportswagen bietet Kia optional ein elektronisch variables Fahrwerk sowie die bekannten Otto- und Dieselmotoren des Optima, auch mit Doppelkupplungsgetriebe.